Einen wunderschönen guten Tag, liebe Täter, und herzlich willkommen zur aktuellen Wiederausgabe in der Forex-Sektion der Formationstäter. Heute ist Dienstag, der 25. September 2018, und Trader, wichtig ist nicht heute, wichtig ist morgen tatsächlich, denn morgen ist Zinsentscheid in den USA. Es gilt als ausgemachte Sache, dass ab morgen die Zinsen in den USA um 0,25 Basispunkte steigen werden. So, was ist denn jetzt daran spannend? Das Spannende daran ist, dass die Fed dieses Jahr angetreten war, mit dem Ziel, dreimal die Zinsen anzuheben. Jetzt, morgen, werden die Zinsen dreimal angehoben sein. Die Frage ist, werden die Zinsen noch ein viertes Mal durch die Fed angehoben werden oder nicht? Denn die Fed war initial 2018 mit der Rhetorik angetreten, graduelle Zinsanhebungen durchzuführen. Im Laufe des Jahres wurde sie geändert auf weitere graduelle Zinsanhebungen. Wenn man sich die Projektion der FED-Mitglieder angeschaut hat, dann war es so, okay, ein FED-Mitglied mehr, der sagt, okay, ich will dann doch im vierten Quartal auch nochmal angehobene Zinsen sehen. Und schon haben wir den vierten Zinsschritt im Jahr 2018. Das ist auf Messerschneide. Und wenn man sich anguckt, die Arbeitslosendaten, wenn man sich anguckt, die Wirtschaftsdaten aus den USA, spricht alles für einen vierten Zinsschritt. Gleichzeitig ist es so, klar, Unsicherheitsfaktor ist immer noch der Handelsstreit USA-China. Plus zuletzt waren die Inflationsdaten nicht so stark wie erwartet. Und jetzt gab es dann doch die Ersten, die gesagt haben, na, vielleicht bleibt die Fed doch bei drei Zinsschritten. Das ist der entscheidende Punkt, auf den es morgen ankommen wird. Wie sehen die Projektionen der einzelnen FED-Mitglieder aus und was wird Herr Paul verbal für einen Ausblick liefern? So, wenn ihr jetzt vorher darauf wetten wollt, ob er steigt oder ob er fällt, das dürft ihr selbstverständlich machen. Ihr müsst nur wissen, dass ihr keine Wahrscheinlichkeit wettet, sondern einfach nur rot oder schwarz. Das hat mit Traden nichts zu tun. Trader versucht, seine Wahrscheinlichkeit aus dem Chart abzulesen, anhand zum Beispiel von News, die gerade reinkommen, abzuleiten, anhand von Volumen abzuleiten und nicht, wie soll ich sagen, die Zukunft vorherzusagen. Und es gibt viel zu viele Trader, die nicht das Selbstvertrauen in sich selbst haben, dass sie es aus dem Chart ablesen können. Deswegen entscheiden sie vorweg, was passieren wird. Und das sehe ich kritisch. Denn in dem Augenblick ist es so, dass ihr im wahrsten Sinne des Wortes Lotto spielt. Also ich kann euch sagen, ich werde keine Entscheidung treffen. Und es kann auch sein, dass es dazu führen wird, dass ich keinen Einstieg bei Euro-Dollar finden werde, weil der Markt in die eine oder andere Richtung läuft. Der macht nichts. Erstens gibt es andere Asset-Klassen und zweitens kann man ja immer noch später vielleicht seinen Einstieg finden. Nachdem zum Beispiel der Markt, was weiß ich, egal ob er jetzt hoch oder runter schießt. Aber dann konsolidiert er vielleicht ein paar Tage und dann kann man immer noch reinkommen. Dafür muss ich nicht Glücksspiel betreiben. Gucken wir uns also nochmal den Chart an. Wir konsolidieren gerade. Wir konsolidieren nach meinem Dafürhalten unterhalb einer wichtigen Widerstandszone. Wir hatten gesagt, wenn die 1,17 rausgenommen wird, ist das Ziel 1,18 bis 1,1850. Es gab hier diese trendbegrenzende Linie. Es gab hier diese Bullenflagge, das ist die Stange, das ist die Flagge, und wir hatten gesagt, darüber haben wir das Potenzial 1,18, 1,1840 zu machen. Wir machen 1,1814. Gut. Mit dieser horizontalen Widerstandslinie vor der Brust und mit bereits 500 Pips in einem Monat hat der Eurokurs schon einiges gemacht. Das heißt, nur aus meiner Sicht, wenn die Fed durchblicken lässt, bei drei Zinsen wird es bleiben, hat der Euro wirklich eine Chance, da durchzugehen. Gestern hat ja Herr Draghi seine Inflationsrhetorik geändert, dass er so eher in Richtung gegangen ist, na, die Inflation ist gut, was eher so für eine restriktiv ist natürlich im Zusammenhang mit der Politik der EZB nicht das passende Wort, sondern eine restriktivere Zinspolitik durchführen will. Und trotzdem ist dann die Stärke wieder abverkauft worden. Daran sieht man, dass der Markt, und das war ja was ganz Neues, daran sieht man, dass der Chart schon vieles vorweggenommen hat, dass einiges schon gekauft wurde. Da würde man also sagen, also kann der ja nur fallen. Okay, solange der Euro-Dollar-Kurs diese Zone im Bereich von 1,1660, 1,16 halten kann, mit der ehemals begrenzenden, jetzt unterstützenden Linie, mit
der 20-Tage-Linie von dieser Welle, die 50% bis 60%, bleibt der Chart kurzfristig bullisch. Das heißt, falls Sie am Ende des Tages, Mittwoch, Donnerstag, oberhalb der 1,60 bleiben, hat der Euro-Dollar-Kurs dann von hier aus eher das Potenzial, nochmal hochzulaufen. So, falls die 1,16 bärisch aufgegeben wird, dann große Unterstützung, 1,15. Das ist von der Welle die 50% bis 60% Retracement-Marke. Und ihr seht es auch, hier ist Unterstützung, Unterstützung, oh, weggefallen, sofort zurückgekommen, Unterstützung, Unterstützung. Das wäre durchaus die nächste starke Unterstützungszone. Das heißt, wir haben es hier so relativ mit runden Marken zu tun. 1,15, 1,15,20, 1,16, 1,16,50, 1,18, 1,18,50. Auf diese Marken kommt es an. Und ich würde den Markt das in aller Ruhe machen lassen. Was ich jetzt nicht gesagt habe, was aber wichtig ist, falls das fällt, dann geht es, glaube ich, relativ schnell wieder in Richtung der Jahrestiefs, in Richtung 1,13, gegebenenfalls darüber hinaus. Jetzt aktuell immer noch in der Range, an der oberen Kante der Range angekommen und nur aus meiner Sicht sehr überraschende Nachrichten werden den Dollar noch deutlicher unter Druck setzen lassen. Darauf wetten will ich nicht und werde ich nicht. Ich will die Marken kennen, ich will die News kennen und dann suche ich mir Setups und dann suche ich mir ein Trade raus. In diesem Sinne, wenn Sie sagen, würde ich auch gern können, den Chart ablesen, sagen, okay, hier ist eine mehrfache Unterstützung. Wenn Sie mit System, mit Formeln Ihre Ein- und Ausstiege berechnen wollen, wenn Sie gern jemanden in Ihrer Trading-Ecke haben, der Ihnen seine Trades zeigt, man sagt, so und so und so trade ich das, nicht nur in einem Seminar, sondern ein halbes Jahr darüber hinaus. Informieren Sie sich jetzt über unser Mentorprogramm, denn bis Ende des Monats haben Sie noch 20% die Möglichkeit, Preisnachlass auf unser kommendes Seminar, in kommendes frei zu buchendes Seminar, was nicht ausgebucht ist, in München im Jahr 2019 zu bekommen. Mein Name ist Hamed Esnachari, haben Sie einen gelungenen Handelstag.